Soll man das während der Sitzung selber sagen, fragt Andreas. Der Mönch richtet Gefühle auf und so weiter. Nee, das ist eine echte Arbeitsanweisung. Ne? Also gibt es mehr in der Sutta. Ich kann ja noch mal einblenden, hoffe ich sehe es selber noch mal. Also dahinter sind immer, deswegen ist diese gesamte Sutta Pitaka, ist ein Riesenhaufen Zeug, wo dieser eine Sutta noch mit, also dazugehört. Und die ist durchweg so geschrieben. Früher war es eben so bei mündlicher Überlieferung, dass alles dreimal wiederholt wurde. Und ihr seht, da steht dann immer hinsichtlich des Körpers, den Körper betrachtend, unermüdlich, Punkt, Punkt, Punkt. Da kommt dieser ganze Rattenschwanz noch hinterher, immer wieder. Ne? Wissensklar und achtsam, frei von Verlangen und Betrübtheit hinsichtlich der Welt. Eigentlich müssten wir das alles einzeln durchgehen, was damit gemeint ist, damit man dann auch wirklich damit loslegen kann. Ja. Also du sagst dir das nicht, sondern du bist eben oder hast die Intention, ne? Unermüdlich, wissensklar, achtsam, frei von Verlangen und Betrübtheit hinsichtlich der Welt, also das, was dich umgibt. Sein als Intention, nicht sagen. Und damit merkst du dann schon, da ist dieses innere Wetter, nenne ich das, ist damit schon gut beschrieben. Ne? Wissensklar. Nicht eingetrübt, wissensklar. Aufmerksam. Frei von Verlangen. Ich will was anderes, mir ist langweilig. All das steckt da drin, frei von Verlangen. Und Betrübtheit hinsichtlich der Welt, da sind auch noch die Weltdramen drin und so weiter, weil du stehst im Leben und kannst dann eben diese Geschichten, die nachhallen. Eben gerade war, ich musste mittendrin meine Frau pflegen, ein bisschen Betrübtheit, mir den Stream und bla bla bla. Also solche Sachen, das ist eine echte Arbeitsanweisung. Was muss ich machen? Deswegen ist das toll, das ist eben eigentlich recht klar beschrieben. Ah, also, wenn ich sitze, dann habe ich Körperempfindung. Körperempfindung und Gefühle. Und manchmal ist der Geist auch da und plappert vor sich hin. Das heißt, es ist eine Anweisung, wie ich mit dem Sitzen umgehe, aber es ist auch eine Anweisung, wie ich mit meinem Tag umgehe. Ja, weil bei Körper zum Beispiel, da kommen wir nächstes Mal vielleicht zu, steht dann eben auch, dass man achtsam beim Sitzen, beim Stehen, beim Gehen, beim Bewegen sein sollte. Ja. So, dann ist, ich mag das nicht, ja, das ist nicht Meditation in Bewegung, sondern das ist eben ein Yoga-Weg, ne? Harmonisierung von Körper und Geist, des ganzen deines Seins, wie du dich verhältst. Also dieser Sitzen ist ein Teil davon, der wichtigste. Und das ist ja nur die Intention, dass nachher der Körper und der Geist, also dass nur der Körper da ist, wie er da atmet. Es gibt fünf Hindernisse, also unter den Dhammas sind dann auch noch Sachen, die eben dazu gehören, Ablenkungen. Die betreffen aber eben nicht nur, ne, da ist es ganz deutlich im Sitzen, dass da Hindernisse sind, dass eben manchmal der Geist abwandert und so. Das gilt aber eben auch bei aufmerksamen Bewegungen, bei aufmerksamem Leben. Also, es bezieht sich auf die Meditation, aber die Meditation ist nur oder ist ein Hauptteil,
Aber der Rest, was eben in der Mindfulness, in der Achtsamkeitsmeditation, eigentlich auch im Yoga, untergeht, ist, es betrifft dich, dein Sein, eine Übungspraxis, die geht den ganzen Tag durch, inklusive des stillen Sitzens. Und da eben dieses nur die Meditation rauszutrennen, ist schon schön, ne? Diese Meditation, aber es geht wirklich darum, den ganzen Tag zu kultivieren. Gong. Und das ist das Komische. Ne? Wenn ich so da dran gehe, dann stimmt das fast genau mit dem Qigong überein, was überliefert ist in der oberen Grotto, weil das ist genommen aus dem Buddhismus. Und Yoga sowieso. Der Buddha war ja quasi ein Reformer des Hinduismus. Deswegen haben die nach dem Buddha auch wieder viel von ihm übernommen und so weiter. Darum geht es mir, dass man mehr dahinter kommt, dass das nicht so eine einmalige Sache ist. Also nur versteifen auf Meditation, und Meditation ist dann auf einmal alles. Irgendwelche Visualisierungen stell dir vor oder Götterwelten und so weiter. Da kann man, das kann man alles machen, wenn man die Grundlage gelegt hat. Wenn ich das vorher mache, ist das wie ein kleines Bötchen ohne Steuer. Es ist Affengeist, weil der ist fasziniert von Vorstellungen und Götterwelten. Das kann eben selten, aber es kann auch gefährlich sein. Genug da davon.